Seit Juni gibt es keine russischen Öllieferungen auf dem Seeweg mehr. Das ist mit dem 6. EU-Sanktionspaket gegen Russland in Kraft getreten. Doch russisches Öl wird nach wie vor auf dem Seeweg geliefert. Indien kauft das Öl aus Russland und verkauft es teuer nach Europa. Indien hat seit dem Kriegsausbruch allein bis Anfang Juni nach Reuters Angaben rund 62,5 Millionen Barrel russisches Öl gekauft, dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum im Jahre 2021. Der russische Anteil an indischen Ölimporten konnte dadurch auf fast 25% gesteigert werden. Insgesamt sind die indischen Kraftstofflieferungen in die Welt in den vergangenen 5 Monaten wohl um 15% gestiegen. Die täglichen Lieferungen in die EU sollen sich im Quartalsvergleich um ein Drittel erhöht haben und jene in die USA sogar um 43%. Die spanische Zeitung El Mundo berichtete zuletzt über die Instrumentalisierung der Russland-Sanktionen durch Indien. Die EU habe zwar die meisten russischen Ölimporte als Strafe für Putins Invasion in der Ukraine verboten, aber, und das ist die Überraschung, Indien kaufe den Quellen zufolge russisches Öl mit hohen Rabatten und verkaufe es dann als raffiniertes Produkt teurer nach Europa. Indien entwickle sich de facto zum Raffineriezentrum für Europa, zitiert die Zeitung aus einem Bericht von Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets. Und Europa heize damit die Inflation für die eigenen Bürger an, weil Importe mit Schiffen viel teurer seien als jene per Pipeline. Das Pipeline-Öl aus Russland ist aktuell noch nicht vom Ölembargo betroffen. Deutschland will jedoch von dieser Ausnahme nach Worten von Michael Kellner, dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck von den Grünen, keinen Gebrauch machen. Das russische Öl muss also weg, auch wenn Berlin und Brandenburg von ihm aktuell zu 95% abhängig sind. Und das, obwohl ein Blick auf andere Länder zeigt, dass ein kompletter Verzicht auf russisches Öl in einer eng verflochtenen Weltwirtschaft sowieso kaum möglich ist.